Moin moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Starlink und befinden uns auf einem Planeten, wo ein Prime erledigt wurde und wir jetzt aber noch einen anderen Giganten erledigen müssen. Also, schauen wir mal nach, ob es klappt. So. So, den Brechergiganten. Ob wir den erledigen können. Wir haben schon mal eine Kollegin hier gefunden, die uns eventuell helfen kann. Ganz gute Flugmanöver hat sie wohl drauf. Und wäre eine perfekte Rekrutin für uns. Die Gala oder Gaia oder wie sie hieß. Ja, gucken wir mal, ob wir diesen Brechergigant nochmal schnell erledigen können. Keine Ahnung, wie der aussieht. Oh, das ist er wohl. Sieht ein bisschen fies aus. Ich hoffe, er ist nicht so hoch. Stasis-Waffen werden dringend empfohlen. Stasis-Waffen, okay. Gut, haben wir nicht. Wir haben aber dafür eine Eiswaffe. Gigant gesichtet. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um eine Stasis-Waffe einzusetzen. Starlink-Datenbank aktualisiert. Oh. Ja, raus hier, raus hier, raus hier. Komm. Der Gigant ist erledigt. Gute Arbeit. Wir sollten der Prospector sagen, dass es vorbei ist. Ich würde gerne mal ihr Arsenal sehen. Aha, eine Prospector mit einem Arsenal. Das habe ich noch nie gesehen. Wenn ein bösartiger Vogel Riesenroboter vom Himmel wirft, verliert das Raffinieren von Elektrum irgendwie an Reiz. Und trotzdem geht es. Ja, bis jetzt. Den Krieg konnte ich alleine nicht gewinnen. Das sage ich auch immer. Starlink beizutreten ist etwas anderes, als deine eigene Armee aufzubauen. Die Kleine hat Mut. So, fliegen wir zurück. Oho, Shade steht auf eine Lady. Ja, wo wir gerade dabei sind. Hey Chase, Levi möchte endlich etwas loswerden. Wie war das? Was? Wieso machst du... Nein, das ist absolut... Nein, immer nicht. Hey, ist das... Oh Mann, ist das Grex? Ich glaube, ich habe ihn vorbeifliegen sehen. Ich... vergiss es. Hey, fliegen wir mal zu ihr? Annäherungsalarm. Extraktor entdeckt. Energiewerte moderat. Schalte das Ding aus, oder unsere Verbündeten sind in ernster Gefahr. Das ist die richtige Waffe für den Job. Schieß weiter. Feuergigant. Okay. Jetzt wird Eis. Wo schießen Sie hin? Ich bin ein Freund. Ich stehe im Flanken. Oh. Dass wir unsere Kollegen dabei haben. Oh! Der Extraktor ist verwundbar. Auf die Hauptstruktur zielen. Schnell! Wir kriegen den komplett zerstört. Ohne dass wir beides mal machen müssen. Die Legion wurde zurückgedrängt. Extraktor zerstört. Yes, habe ich gut gemacht. Nice. Danke. Extrahieren wir doch auch mal gleich den Kern hier. Bam. So macht man das. Oh. Was ist hier? Huch. Postmunition und Hitzeverstärker, sehr gut. Fliegen wir mal zu ihr jetzt hin und sagen ihr, dass wir den Giganten, den Brechergiganten erledigt haben. Dann wird sie sich bestimmt freuen und dankbar erweisen. Mit einem kleinen Küsschen vielleicht. Weiß ich nicht. Das war ein bisschen zu. Uiuiuiui.
So, hier vorne muss hier irgendwo wohnen. Oha, ah. Schicke Kanonen. So, reden wir mit dir. Hallo, ich will doch hoffen, dass der Gigant zerstört ist. War klar. Aber sicher doch. Gut, und jetzt sollen wir hier im Arsenal zusammenarbeiten? Wie? Nein, ich jage den Clown, der die Legion anführt. Ah, es geht um eine Hilfe. Wir können niemanden entbehren, nicht solange wir um unser eigenes Überleben kämpfen. In Ordnung. Also, was hat es mit diesem Arsenal auf sich? Es scheint nützlich zu sein. Dafür muss man nicht einfach nur ein Gebäude errichten. Man muss die Bewohner einer Welt zum Kampf inspirieren, ihnen die Hoffnung auf den Sieg geben. Für den Anfang vielleicht erstmal die Expedition auf Vylis von einem Beitritt überzeugen. Selbst in stressigen Zeiten geht das Leben weiter und ist es wert, verteidigt zu werden. Dann erst einmal einen Ort auf Vylis für die Expeditionverbündeten auswählen und dann ein Observatorium bauen. Also mal viele Sachen, die wir hier machen müssen. Außenposten bauen. Bringer bauen ihre Stöcke auf Alten aus. Zerstöre sie, um den Standort zurückzuerobern. Interagiere mit einem leeren Standort und gib Elektrum und Nova aus. Außenposten zu errichten. Okay. Kein Problem. Elektrum zu besorgen geht einfach, wenn man Legions ausschaltet. Falls es Probleme gibt, Legions aufzutreiben, kann dieser Außenposten gerne wieder helfen. Ich sehe nach meinen Patrouillen. Was die Position angeht, man sollte versuchen, einen Springerstock zu entfernen. So habe ich es gemacht. Okay. Haben 300.000, um diesen zu verbessern. Ey, so viel habe ich nicht. Okay. Siegelkern. Gut. Ein bisschen was gesammelt. Jetzt müssen wir. Die Legion wurde zurückgedrängt. Der Ruf der Hoffnung. Richte ein Observatorium auf Wireless. Equinox, hier ist Fox. Wie kann ich unser Team verstärken? Wir müssen unsere Allianz erweitern. Ein Außenposten ist auf dem Scan. Mal sehen, ob sie uns beitreten. Okay. Machen wir als nächstes. Wir sind nicht wieder so weit weg. Das geht. Gut, fliegen wir einmal hin und versuchen, vielleicht treten die uns hier wirklich bei. Und wir können dann damit so ein bisschen neue Verbündete bekommen. Erreichen. Welt sieht auch abgespaced aus hier, oder? Müsste direkt voraus sein. Was ist da? Oh. Bitte greifen Sie uns nicht an. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Legion auf. Gefunden. Aber Sie werden angegriffen. Hey du! Komm, lass uns tanzen. Unser Observatorium wird beschossen. Zur Hilfe, bitte! So, so geschafft. Aber wollte ich gar nicht meine Leute zu Hilfe holen. Das ist so blöd, dieser Controller ist so kacke eigentlich. Ich konnte die Outlaws bis zu ihrem Versteck verfolgen. Schöner wäre es natürlich mit dem. Vielleicht sollten wir sie mal besuchen. Ah nein, aber so geht's halt auch. Halten. Starlink-Datenbank aktualisiert. Außenposten verbessern. Oh, hallo. Ignorieren Sie mich. Ich schufte nur an der vordersten Front der Galaxieerkundung. So, ein bisschen verbessert haben wir den. Und... Reden? Hilfe anbieten. Wir hatten einen beunruhigenden Wärmescan. Es könnte korruptes Nova sein, das die Temperaturen hier unter Null treibt. Können Sie uns welches besorgen? Gar nicht. Na klar, Mann. Vielen Dank. Mit dem korrupten Nova werden unsere Sensoren weiter reichen denn je. Holen wir uns dieses korrupte Nova. So, wo ist denn das? Die Temperatur fällt. Sie müssen sich dem korrupten Nova nähern. Korrupten Nova? Gut. Lass uns mal scannen hier.
hier vorne irgendwo. Hörst du zumindest. Habe ich das. Korrupte Nova jetzt nicht? Doch, ne? Und jetzt? Dann zurück? Ob das kalt ist? Ob das kalt ist? Gut. Die Waffe hat keinerlei Effekt. Was? Okay, jetzt mal gucken. Muss ist nicht nur das, was ich zurückbringen muss? Aufnehmen, korruptes, kaltes Nova. Nu? Hey, das habe ich doch aufgenommen, oder war da noch eins? Ein spezielles sein? Genau das suche ich. Nur das gleiche, naja, egal. Dann nehmen wir das halt mit. Oh. Wenn da schön drüber hopsen, das konnte ich wohl nicht. Macht nichts. Oh, Sie sind es. Haben Sie alles? Ja. Wer soll es sonst besorgt haben? Außer ich. Oh, hi. Tut mir leid, wenn ich zerstreut wirke. Aber ich bin nun mal der brillanteste Geist diesseits von Andromeda. Na. Wow, Sie haben seine kalte Temperatur aufrechterhalten. Selbst beim Transport. Fantastisch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das wusste ich, dass ich das machen muss. Ich empfange Werte von einem Lager, das etwas Nützliches enthalten könnte. Es strahlt aber starke Nova-Energiesignale aus. Ich glaube, da ist Ihr spezielles Händchen gefragt. Kann ich die Koordinaten schicken? Jeden Fall. Ich bin schon dabei. Perfekt. Koordinaten gesendet. Hoffentlich können Sie die öffnen, ohne den Inhalt zu zerstören. Versuchen wir mal. Ich schieße ja ganz gern. Zielannäherung. An der Position erkenne ich erhöhte Gravitation. Probieren Sie die Stasis-Waffen aus. Stasis-Waffen? Die Waffe hat keinerlei Effekt. Ich komme nicht zu holen, Schlammkröte. Oh, das sieht nicht gut aus für dich. Das sieht nicht gut aus für euch. Schießen auf mich. Ah, du Spast. Erwischt. Eine Elite-Gegner. Die Sternkarte. Oh nein. Checken. Die Spur der Absprungkapseln der Outlaws ist dicker als Karls. Scheiße, das machen wir nochmal. Oh, das war ja bestimmt ärgerlich. Hab ich gar nicht gesehen, dass da noch ein zweiter war. Zweites. Elite-Schwein. Beschädigt, kehre zum Außenposten zurück. Mission gescheitert, scheiße. Nochmal Außenposten. Oh, hallo. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn Sie die Starlink-Technologie für etwas anderes nutzen, als alles platt zu machen? Ich brauche Hilfe beim Zugriff auf die Hütertürme, damit ich Daten sammeln kann. Das mache ich. Ich bin dabei. Okay. Gut. So. Dass man die Mission nicht nochmal machen kann, denn. Ärgerlich. Die Waffe hat keinerlei Effekt.
Hier wieder ein kleines Rätsel. Nervt total, dass ich immer. Oh, egal. Wenn man dagegen kommt, gegen den Knopf, dann kommen die Leute, das ist so blöde. Verstärkung würde ich ganz gerne rufen, aber nicht so. Das ist schon blöd gemacht. Des Turms tief in Weiles flüssigen Kern hinein. Das muss der Grund dafür sein, dass Weiles sich nicht dreht. Okay. Equinox, hier ist Fox. Wie kann ich unser Team verstärken? Etwas Geld zu verdienen kann nicht schaden. Die Leute aus dem Grenzland haben Tonnen in den Ruinen zurückgelassen. Ich bin dabei. Machen wir. So, wir hören uns das mal nicht ganz an. Bergungsrennen hört sich ziemlich cool an, nämlich. Wir haben mal eine Abwechslung. Ich hab dich im Visier, Schleimkugel. Oh, oh, das sieht nicht gut aus für dich. Gehen wir lieber weg hier. Autsch, das tat sich ja weh. Na, Outlaw. Mann. So, kann man kurz auf die Sternkarte gucken. Da wollen wir hin. Rennen machen wir bestimmt nochmal, aber das können wir schon jetzt gar nicht machen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen. Glaube ich, ein bisschen höheres Level haben, bevor wir das reinmachen können. Endlich ein intelligentes Wesen. Ich habe schon gedacht, es gibt auf dieser Welt keine. Jetzt können wir von hier aus praktisch den ganzen Planeten überwachen. Das ist doch gut. So, das haben wir auch hochgepusht, das Ding. Gibt es so viel zu untersuchen. Ich habe einen Ort markiert, an dem wir ein Signal brauchen. Können Sie uns helfen? Ja. Ich bin schon dabei. Hervorragend. Ich habe markiert, welches Signal platziert werden soll. Holen Sie es und wir suchen ihm ein Zuhause. Machen wir. Hab ich dich. Wo ist ein ganzes Stückchen, weil der weg war? Egal. Hochlevelig ist der Planet hier, würde ich sagen.
Ein paar Sachen können wir hier machen, aber jetzt hier hoch zu leveln, um die Mission machen zu können, ist auch ein bisschen albern. Wir stellen jetzt das Ding erstmal ab. Dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Sieht wie ein guter Platz aus, um den Turm zu platzieren. Ich will Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihren Job machen oder so. Alter. Oh, oh, das sieht nicht gut aus für dich. Das geht leider nicht. Wir haben die Spur einiger Outlaws bis zu ihrem Versteck verfolgt. Die Karte wurde aktualisiert. Wollen wir hin tun? Durch, ne? Hier einfach stehen irgendwie? Ah, perfekt. Schön. Gut. Systeme grün, Sichtradius verbessert. Gut gemacht. Sehen Sie auf der Karte nach, was es enthüllt hat. Haben Sie keine Angst, andere Türme einzusetzen, wenn Sie sie herumliegen sehen. Kein Problem. Legion solche an Fauna in der Nähe entdeckt. Boah, das geht doch gar nicht. Ich hab noch was gehabt. Oh. Die Informationen auf der Datenfestplatte sind der Expedition etwas wert. Okay, gebe ich das mal ab an. So. Wo ist die Festplatte? Liegt die hier nicht mehr? Die wir gerade extrahiert haben? Da sitzt das blöde, fette Viech da drauf. Habe ich die Festplatte jetzt verloren, nur weil ich ihn gerettet habe hier? Nicht dein Ernst. Ist eben runtergerollt. Ich habe solche Anfauna in der Nähe entdeckt. Weg, die ist weg. Echt weg. Ne, da liegt das. So, die bringen wir jetzt mal schnell zurück. Observatorium. Natürlich auch auf die Sternkarte einmal. Wo ist das denn hin? Los, dahin einmal ganz schnell. Jetzt bringen wir kurz zurück. Wenn wir es zurückgebracht haben, dann. Bestimmt was. Hoffe ich zumindest. Aber wahrscheinlich noch eine neue Mission. Muss hier schon ein paar Missionen erlegen, damit man überhaupt die Leute auf seine Seite bekommt, hier anscheinend. Jetzt haben wir auch einen Turbo, mit dem er fliegt immer, ne? Also der Geschwindigkeitsrausch ist schon da. So, Ubisoft, wenn ihr meine Sachen seht, schickt mir mal ein paar neue Waffen hier. Oh, hi, tut mir leid, wenn ich zerstreut wirke, aber ich bin nun mal der brillanteste Geist diesseits von Andromeda. Die Teiche sind infiziert und ich weiß nicht, ob von der Legion oder nicht. Zur Verifizierung brauche ich einen Noxikrötenmagen von dort. Na klar, Mann. Holen wir. Großartig. Es wäre hilfreich zu wissen, warum die Kreaturen ihre Mägen zurücklassen. Ob die Legion sie irgendwie beeinträchtigt? Sie müssen die Probe sorgfältig entfernen. Bitte beschädigen Sie sie nicht. Genau das suche ich. Herrlich. Jetzt einfach zurückbringen. Vorsichtig. Ja. Das ist gut, ich bin so vorsichtig wie sonst was. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Das ist ein Noxikrötenmagen. Moment, was? Ein Magen von einer Noxikröte?
Endlich ein intelligentes Wesen. Ich habe schon gedacht, es gibt auf dieser Welt keine. Na. Abscheulich, aber nützlich. Mit diesem Magen kann ich dafür sorgen, dass die Legion die Noxies nicht mehr stört. Danke. Hey, dafür bin ich da. Errichte ein Observatorium. Lieferung abgeschlossen. Zahlreiche Kälte-Legions auf den Scannern. Deutet auf korruptes Nova in der Nähe hin. Wir denken, wir haben seine Position isoliert. Wollen Sie es suchen? Na klar, Mann. War das nicht schon? Vielen Dank. Mit dem korrupten Nova werden unsere Sensoren weiter reichen denn je. Wenn du es sagst. Dahinter, ne? Oh ja. Das ist eine bescheuerte Mission. Die ganze Scheiße nochmal zurück. Oh, Sie sind es. Haben Sie alles? Na klar. Ist doch nicht so schwer, ne? Ignorieren Sie mich. Ich schufte nur an der vordersten Front der Galaxieerkundung. So. Wow, Sie haben seine kalte Temperatur aufrechterhalten. Selbst beim Transport. Auf der Karte hier. Gestürzter Drake. Der Datenkenner von Legion Drake sieht intakt aus. Wenn wir ihn hacken, können wir Infos über Extraktoren in der Nähe sammeln, etwas Nova bergen. Hier, das wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ja, das machen wir, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.